Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ja, ey, mach doch schon. Stress mich nicht. Scheiße! Die weißen Markierungen sind sehr hilfreich. Ich schaff das. Einmal noch. Und dann springen wir mal. Wunderbar. So. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Okay, abseilen wir hier. Schwimmen wir mal ein bisschen rum. Muss mir nur weiter abseilen oder wieder rauf. Ja. Mach doch. Macht überhaupt nichts. Ja, warum machst du nichts? Irgendwie magst du nicht so, ne? Ach, Maustaste, Schwung halten. Okay. Das ist es. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Hier alles einsammeln. Na komm, krabbel da durch. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Echt jetzt? Alles voller Wasser, die steht unter Umständen unter Wasser. Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Ja, dann ist ungünstig. Ah, hier. Hier. Alles klar. Oh. Nicht sterben, wenn es geht. Kann ich hier was? Nein. Na komm. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Höhle. Also, bin jetzt nicht so der Chefarchäologe. Vielleicht ist da etwas unter Wasser. Sieht aus wie eine Höhle. Das unter Wasser. Ja, ein bisschen schwimmen. Ah, hier. Oder? Ja, trinke ich jetzt gleich. Wahrscheinlich. Sammel das mal ein. Ah, hier, okay. Quetsch die mal da durch. Gibt's irgendwo Luft? Luft wäre irgendwie schon gut. Da. So. Da haben wir letztes Mal schon geschreckt. Ich hab genau gewusst, dass der Fisch kommt. Ungünstig. Mhm.
Nicht wieder ersaufen, bitte. Ich drück doch. Ach, gut. Letztes Mal bin ich da ertrunken irgendwie, weiß auch nicht. So, da ist doch wohl schon wieder was zum Einsammeln. Wo sind wir denn? Oh, es sieht echt schön aus. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Ja, gib Ruhe. Ah, da, ja, Vorsicht. Rauf oder runter? Wahrscheinlich rauf. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Okay. Hier könnt ihr jetzt natürlich so tun wie was weiß ich, was zu tun ist, aber weiß ich natürlich. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Na, hier war der Wagen. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Das machen wir weg. Und den Wagen schieben wir da drauf. Und dann passt es. Genau, jetzt geht es hoch. Wie gesagt, ich sag euch nur Bescheid, wann die Stelle ist, wo ich in dem Spieldurchlauf vor kurzem nicht weitergemacht habe, sondern wo ich dann die Aufnahme neu gestartet habe. Dauert nur ein bisschen, tot. Und tschüss. Warum denn? Tot. Und tschüss. Nee. Jetzt muss aber... Jetzt reicht's mir dann, ne? Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Ja. Das gibt's doch nicht. Warum? So, willkommen bei dem spannenden. Okay, das schwingt hier so ein bisschen hin und her. Dann springen wir, wenn es da drüben ist. Nehmen wir Anlauf und ja, jetzt schwingt es gar nicht mehr. Okay, so. Ah, ist ja gut. Oha. So, nächste Stelle, wo wir sterben. Nein. Natürlich. So, hier. Hier haben wir. Wenn sie eine entfernte Spule. Okay. So, hier. Hier hochkrabbeln. Krabbeln mal darauf. Kann ich schneller krabbeln? Nein. So, hey, sieht schon top aus. Hier, lies mal. Er ist doch schon wieder Falle. Okay, hier. Ja.
Hier war, was war denn hier? Hier war der Wagen darunter. Genau. Darunter. So, dank. Und dann drehen wir hier. So. Gut. Dann cut mal hier. Und das verbinden wir. Und dann kurbelt man wieder. Wie gesagt, das ist ja, habe ja gesagt, das ist noch nicht allzu lang her, seit ich hier ein bisschen gespielt habe. Darum weiß ich das alles nur relativ gut. Und im peruanischen Dschungel war das, glaube ich. Ab da wird es dann auch wieder spannender, weil dann weiß ich es wahrscheinlich nicht mehr. Es ist gute 2 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Zuletzt. Ja, wohin? Hier. Hier hoch. Hier rüber. Hier runter und abseilen. Sorry für mein ständiges Geräusch, brennt die Hüste. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen.